Cybertron, unsere Heimat. Seit Generationen eine friedliche Welt. Bis Stolz und Machtgier uns entzweiten. Jetzt kämpfen wir. Feinde, die einst Brüder waren. Unser tragischer Krieg hat Cybertron gezeichnet. Dieser Krieg ist notwendig. Er führt uns zurück zum Ruhm. Die Autobots werden die Freiheit niemals opfern. Die Decepticons stellen die Ordnung der Welt wieder her. Verlieren wir, wäre das Ende von allem. Mein Sieg bedeutet einen strahlenden Neuanfang. Eine wird siegen. Eine verlieren. Der Krieg zeichnet Cybertron, die Heimatwelt der Transformers, schon seit Millionen von Jahren. Megatron, der Anführer der Decepticons, hat vor kurzem eine alte Macht entdeckt, die ihm einen Vorteil gegenüber den verhassten Autobots verschafft. Diese Macht nennt sich Dunkles Energon und befindet sich auf einer Raumstation unter der Herrschaft eines Decepticons namens Starscream. Thank you.
Kurs halten. Starscream würde nicht so erbittert kämpfen, wenn die Legenden nicht wahr wären. Lord Megatron, seid ihr sicher, dass es hier ist? Ich bin sicher, Barricade. Und wenn ich es finde, wird sich das Blatt endlich zu meinen Gunsten wenden. Lord Megatron, die Stabilisatoren versagen. Richtung beibehalten, Brawl. Nicht nachgeben. Unterlichtantriebe offline. Schilde bei 15%. Gesamte Energie auf Kanonen und Triebwerke. Volle Kraft voraus. Aber Sir, das ist Selbstmord. Noch jemand Einwände? Rammt dieses Kriegsschiff direkt ins Herz dieser Station. Sein, das überlebt zu haben, Megatron. Die Starken überleben, die Schwachen werden vernichtet. Lord Megatron, Reaktorkern versagt. Explosion steht kurz bevor. Bewegung, die Decepticon. Schnell. Der Kern explodiert jeden Moment. Anführer der Decepticons, diese Raumstation gehört uns. Ergib dich auf der Stelle. Wer du auch bist, du kamst einen langen Weg, nur um unterzugehen. Für Megatron! Sprecht nur, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Es ist Lord Megatron! Fühlt euch geehrt. Zerstört diese Geschütze! Sie nehmen uns auseinander! Ich hasse automatische Geschütze! Begrüßungskolonne! Keiner kann uns standhalten!
Diese Narren wollen uns hinter der nächsten Tür in einen Hinterhalt locken. Mit diesem Kran können wir den Einschlagtunnel erreichen und sie flankieren. Den Spieß umdrehen. Gefällt mir. Findet die Steuerung von diesem Kran. Sind eure Audiorezeptoren kaputt? Ich sagte, findet die Steuerung von diesem Kran! Echte Decepticons, fahr auf, Captain! Bin gleich in eurem Akkord! Übermittle deine Koordinaten, Soundwave. Und ich will, dass bei meiner Ankunft alles bereit ist. Starscream, wir sind bereit. An unserem Hinterhalt kann ein See nicht vorbei. Enttäusch mich nicht, Soldat. Nein, Sir. Das ist beinahe zu einfach. Die Decepticons sind unaufhaltsam. Ein Auto, ich hab solche. Granate, Deckung! Durch der Panzer. Feinde nähern sich. Da sind sie! Zermalmt sie! Und was soll ich machen? Ah! Ein feuriger Tod für alle Autobahnen! Widersetzen, Starscream. Übergib mir sofort dein Dunkel-Energon-Programm. Dunkles Energon? Seid ihr verrückt? Dunkles Energon bringt nur Chaos und Zerstörung. Genau darauf zähle ich. Megatron, kann ich Starscreams Kopf abreißen und in den Weltraum schleudern, wenn alles vorbei ist? Geduld, Brawl. Starscream kennt diese Station in- und auswendig. Er könnte uns noch nützlich sein. Granate unterwegs! Granate, Deckung! Das macht viel mehr Spaß als die Übungen.
geht gleich wieder weiter. Megatron, euer Kommandoposten ist zu 83,4% fertiggestellt. Ich erwarte 100% für dich ein Verfest, Soundwave. Ganz schön hoch. Es gibt nur einen Weg, und zwar nach unten. Wie sollen wir hier raus? Die Eindringlinge sind hier! Ruf Verstärkung! Decepticons, benutzt diese Geschütze! Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen! Der Nächste!
Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Lord Megatron. Das nur noch Schrott übrig. Megatron, habe Kontrolle über die Aufzugsteuerung. Euer Kommandozentrum erwartet euch oben. Zum Boomer Megatron! Damit bist du alleine. Sag, was du zu sagen hast. Schnell! Ich habe gesehen, was dunkles Energon anrichten kann, Megatron. Es ist kein Spielzeug. Seine Macht ist unvorhersehbar. Es bringt nur Zerstörung. Du jagst mir keine Angst ein, Jetfire. Ich werde das dunkle Energon nach meinen Wünschen einsetzen. Dann bist du ein kurzsichtiger Narr. Du wirst uns zerstören. Das klingt beinahe so, als wäre das was Schlechtes. Ich hoffe, dieses dunkle Energon ist es wert, Megatron. Soundwave, melde dich. Wir haben die Kontrolle über diesen Stationsabschnitt erlangt und eure Operationsbasis errichtet. Scans zeigen, dass Starscream alle logischen Routen zum Dunkel-Energon-Reaktor gesperrt hat. Ja. Und wir haben keine Sternenkreuzer mehr, um einen Tunnel zu bohren. Ruhe! Es muss einen anderen Zugangspunkt geben. Wir müssen zum nächsten Stationsabschnitt. Megatron, ich habe ein nahes Datenmatrixzentrum ausgemacht, um alle Alternativrouten zum nächsten Behälter zu finden. Eure Einsatzteams räumen bereits den Weg für euch. Dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Die sehen ziemlich fertig aus. Inakzeptabel. Es gibt nur den Sieg oder den Untergang. Sie liefern uns einen guten Kampf. Dann kämpft einfach besser. Megatron, bedenkt, dass eure Chancen gegen Starscream-Soldaten äußerst gering sind. Es ist unwahrscheinlich, dass eure Teams alle besiegen können. Meldet euch, wenn ihr das Datenmatrix-Zentrum erreicht habt. Seht euch nur diesen fahrbaren Röschreiber an! Die Waffen sind überhitzt! Thank you.
auf, Captain. Melde mich zum Team. Diese Station wurde vor über 10.000 Jahren gebaut. Die meiste Technologie hier ist überholt und ineffizient. Ich freue mich darauf, sie zu verbessern. Die Holokarte lokalisiert. Ich übermittle jetzt die Daten. Megatron, auch wenn ihr so weit gekommen seid, das dunkle Energon bekommt ihr nicht. Starscream, deine Verbitterung ist unnötig. Ich weiß, dass du einst der Anführer der Seeker warst und dass du verraten wurdest. Mit dunklem Energon werde ich Cybertron zu seinem ursprünglichen Ruhm verhelfen. Und dir zu deinem. Wenn du mir dienst. Das ist Wahnsinn! Niemand kann das dunkle Energon kontrollieren! Spektrumraketen abgefeuert! Ah! 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 Ein Auto! Den Starscream noch nicht blockiert hat. Übermittle Koordinaten. Ausgezeichnet. Decepticons, verriegelt diesen Raum und erwartet unsere Rückkehr. Bin gleich wieder online. Sekunde! Yeah!
sind gleich wieder online. Na, komm schon. Was genau wurde hier hergestellt? Transportvorrichtungen für dunkles Energon. Die Alten haben spezielle Behälter gebaut, um das dunkle Energon in jeden Winkel Cybertrons bringen zu können. Befindet sich die Fabrik genau unter euch. Aus diesem Schacht kommen keine Abgase. Wir können uns den Weg freischießen. Macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr in einem Smelzofen landet? Machst du dir keine Sorgen, dass mich dein Geschwätz ermüden könnte? Diese Ventilatoren werden dich in Stücke schneiden. Ich brauche dich ganz. Dann unten. Megatron, Starscream weiß von eurer Präsenz in der Fabrik. Rechnet mit Widerstand. Befehl hin reaktiviert. Ich habe sehr spezielle Pläne für diese Einrichtung. Was? Sniper auf der Brücke, Megatron! Zermalmt sie! Alle sollt vor Megatron fallen! Yeah.
habe. Genug dunkles Energon produziert wurde, benutze ich diese Behälter, um es nach Cybertron zu transportieren. Das wird bei den Autobots für eine riesige Überraschung sorgen. Ermüden diese sinnlosen Versuche, sich mir zu widersetzen. Das dunkle Energon wird mir gehören. Was lässt euch glauben, dass ihr das dunkle Energon kontrollieren könnt, wenn alle anderen daran gescheitert sind? Nur die Starken verdienen eine solche Waffe, Barricade. Und ich bin der Stärkste und stell mich nicht mehr in Frage. Cybertron. Imperial Bots im Anflug. Ich kenne aber keine Waffe, die das hätte anrichten können. Mir egal, was es war. Findet einen Weg hinüber. Die Holokarte zeigt keine Schäden in diesem Bereich an. Ja, das ist unerwartet. Der ganze Bereich liegt in Trümmern. Meinem Zorn Ausdruck verleihen.
Schäden sehen alt aus. Sie sind nicht erst vor kurzem entstanden. Ich kenne aber keine Waffe, die das hätte anrichten können. Mir egal, was es war. Finde deinen Weg hinüber. Die Holo-Karte zeigt keine Schäden in diesem Bereich an. Ja, das ist unerwartet. Der ganze Bereich liegt in Trümmern. Thank you.
Megatron, ich habe das Logbuch der Station heruntergeladen. Übermittle Daten. Faszinierend. Darin steht, dass ein Teil des dunklen Energons instabil wurde und die resultierende Explosion diesen Abschnitt der Station zerstört hat. Dunkles Energon ist dafür verantwortlich? Diese Narren wussten nicht, wie man es kontrollieren kann. Ich mache nicht denselben Fehler. Besonders geschickt sein, oder? Seite springen!
Zeit. Du wirst schon bald lernen, Starscream, dass ich bestimme, was möglich ist und was nicht. Wachen! Haltet ihn auf, während ich die Überreste des dunklen Energons zerstöre. Schau dir den mal an. Lächerlich. Thank you.
Niemand hat hier einen direkten Kontakt überlebt. Was? Das ist unmöglich. Nein! Niemand kann dunkles Energon kontrollieren. Es beherrscht und zerstört alles, was es berührt. Ich bin der Herrscher. Ich bin der Zerstörer. Ich bin Megatron! Decepticons, empfangt euer Geburtsrecht. Ich spüre die Macht. Erstaunlich! Und jetzt kümmere ich mich um Starscream. Stimme über das dunkle Energon. Durch mich allein wird Cybertron wiederhergestellt. Es ist zu instabil, Megatron. Der Einsatz dieser Kraft gefährdet unsere gesamte Welt. Zeigt es mir, Megatron. Lehrt mich, das dunkle Energon so zu nutzen, wie ihr es tut. Dann diene ich euch. Und was kannst du mir bieten, das ich mir nicht einfach nehmen könnte? Der Vorrat an dunklem Energon auf dieser Station ist fast verbraucht. Ich weiß, wie man mehr herstellt. Es gab mal eine Energon-Brücke, die diese Station versorgt hat. Ich weiß, wie man sie wieder verbindet. Verräter! Theta Prime wird das erfahren! Sollen Thundercrack und Skywarp ihn zurückholen? Lord Megatron? Nein, ich will, dass der Anführer der Autobots weiß, dass sein Untergang naht. Wenn die Station online ist, kann mich nichts mehr aufhalten. Flieg los, finde diese Energon-Brücke und reaktiviere sie für deinen neuen Herrn. Starscream und seine Untergebenen wollen sich als würdige Decepticons erweisen und fliegen nach Cybertron. Dort müssen sie die Energon-Brücke aktivieren, mit der Megatron weiteres dunkles Energon produzieren kann, um die Autobots ein für alle Mal zu unterwerfen. Deine Befehle sind klar, Starscream! Infiltriere den Untergrund von Cybertron und reaktiviere die Energon-Brücke. Ich will ihre Energie online. Megatron! Thundercracker hat mehrere Autobots vorausgeortet. Jetfire muss Zeta Prime gewarnt haben und bereits auf Abfangkurs sein. Hör auf zu jammern. Wenn sich euch Autobots in den Weg stellen, vernichtet sie. Meldet euch zurück, wenn ihr die Brücke gefunden habt. Megatron, Ende. Dieser Schwachkopf hält mich für entbehrlich. Mich! Schon bald wird er lernen, Starscream niemals zu unterschätzen.
Wir sollten ihr aus dem Weg gehen, um nicht entdeckt zu werden. Als könnte mich so eine kümmerliche Sonde aufhalten. Zerstört sie und dann weiter! Bereit loszufliegen! Nie so tief im Inneren von Cybertron. Ach, du bist so langweilig wie eh und je, Thundercracker. An die Waffen! Was ist das? Eine Art Autobot-Falle? Es ist eine Barriere, die Feinde aufspürt. Dumme Autobots! Denken Sie wirklich, Ihre billigen Tricks könnten Starscream täuschen? Der Energiekern muss irgendwo in diesem Raum sein. Autobots, hier ist Zeta Prime. Seid wachsam. Die Decepticons wollen die Energon-Brücke reaktivieren. Dadurch hätten sie Zugang zu einer instabilen Energiequelle, die stark genug ist, um den ganzen Planeten in Gefahr zu bringen. Jegliche Decepticon-Aktivität muss umgehend gemeldet werden. Alle Decepticons müssen bei Sichtkontakt angegriffen werden. Zeta Prime, Ende. Wie langweilig. Ich hab so spannende Wartungsberichte gelesen. Alarm, Alarm! Ohne Fahrzeug, auf uns zu. Feuer auf diesen Decepticon konzentriert! Das war zu einfach. Die anderen werden stärker sein. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Mein Moralnetz schmerzt. An diesem Ding vorbeizukommen ist unmöglich. Sieh dich weiter um, du Narr. Die Antwort ist hier irgendwo versteckt. Narren! Schaltet es offline! Sofort! Ich möchte eine Lösung noch heute! Du bist doch das Genie, Thundercracker! Finde du es heraus! Ja, natürlich! Hast du die Antwort? Was? Was ist es? Das sage ich dir nicht. Ich sehe sie auch. Hell wie der Tag. Genau vor uns. Du siehst sie nicht wirklich, oder, Starscream? Alarm!
Speicher überladen! Dass diese Tür in die nächste Schlucht führen sollte. Raketenangriff! Alle Wärmespeicher nach! Gesperrt. Hör mit dem Gejammer auf und such einen anderen Eingang! Meine Scans zeigen ein Energon-Lager unter uns an. Sehr gut. Dann ist da unten vielleicht eine Höhle. Wo sind wir? Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, Skywarp. Also Bewegung! Pures Energon ist hochflüchtig. Und ein Flug durch diese Gegend ist sehr gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Bring deine Logikschaltung in Ordnung, Thundercracker. So schlimm kann es nicht sein.
von uns. Der nächste Eingang ist am anderen Ende der Schlucht. Das Autobot-Schiff generiert einen Energieschild über dem Eingang. Das sehe ich selbst, Thundercracker! Ruhe jetzt! Zerstört es! Zuerst auf die Mörser zielen! Dieses Ding ist genauso verrückt wie ich! Feuert einfach! Es kann zerstört werden, wie alles andere auch! Eine Welle. Weitere Verstärkungen? Raketensniper aufpassen! Genug von diesem Unsinn! Wir vernichten dieses Ärgernis von innen heraus! Fliegt hinein und zielt auf den Energiekern! Scream. Easy, easy.
Legionen haben uns mit ihrem Energiekern eingesperrt. Platziert eine Sprengladung darauf. Vielleicht, Starscream. Aber hast du an einen Fluchtweg für uns gedacht? Probieren wir das Overdeck. Schnell! Sie haben es verriegelt! Dieses Loch! Du meinst, Skywalk? Ich zeige dir, wer dumm ist, Starscream! Das tust du andauernd! Das kann ich gut gebrauchen! Du meinst dieses seltsame Ding, das eben über den Rand gesprungen ist? Ja! Yeah. Nein, ich habe nichts gesehen. Ich hätte euch beide auf der Station lassen sollen. Was gesehen? Was glaubst du, hast du gesehen? Ruhe! Das könnte ein Autobot-Glauker sein. Stellt eure Optik scharf. Da! Zerstört ihn! Energon-Reserven werden zu Waffen umgeleitet. Rückzug, Rückzug! Leichte Beute! Gehen mir auf die Nerven! Schalte diese Schilde aus! Ach, überlebt! Jetzt kannst du was lernen, Kuh! Ruhm!
öffnet sich! Wenn nur jeder Decepticon so geschickt wäre wie ich! Liegen frei. Wenn wir sie zerstören, können wir den Schild runterfahren. Warte! Scans zeigen einen hochdichten Ubarium-Schild an dieser Tür an. Das ist mir egal! Konzentriert eure Feuerkraft auf diese kümmerliche Tür! Der Sentry darf keinen Alarm geben! Geraden auf den Sicher! Ja! Ich sag, die Konzentration sind unauf... So ist es nicht! Mach sie fertig! Einer Ewigkeit aufgegeben. Wir müssen die Energiekonsolen aktivieren, um die Station hochzufahren. Beschuss! In Deckung! Wartet! Das sind keine Autobot-Waffen. Interessant. Solche Lebensformen habe ich noch nie gesehen. Wen kümmert das? Wenn Sie sich uns in den Weg stellen, vernichten wir sie! Gesagt habe, die Konsole der Energon-Brücke findet einen Weg hinein und aktiviert sie. Ich dachte, diese Ort wäre verlassen. Wir müssten die Verteidigungssysteme der Station ausgelöst haben. Feuer eröffnen! Am Himmel!
Mehr Klunker? Diese Typen jagen mir Angst ein. Was ist los, Skywarp? Fürchtest du dich? Zumindest bin ich nicht hässlich. Hässlich? Wir sehen genau gleich aus. Schneller Rückzug! Energiesignaturen. Noch mehr Narren, die in ihr Verderben rennen. Zerstört sie! Mit Raketen kommst du nicht weit, Kumpel. Starscream, melde dich! Megatron! Ihr stoßt auf erheblichen Widerstand hier, aber... Ich dulde keine Ausreden. Enttäusche mich nicht! Du hast es ihm wirklich gezeigt, Starscream. Schweig! So weit werde ich die Decepticons kontrollieren und Megatron wird mir dienen. Wie du meinst, Starscream. Das Energieniveau der Station liegt bei nur 50%. Es muss eine andere Konsole weiter unten geben. Ich orte Autobot-Energiesignaturen vor uns. Alles klar, dann mal los.
Erdboden. Damit kann ich Autobots zerstören! In Ordnung! Diese Station scheint Energie direkt an die Energon-Brücke zu übertragen. Das sind die Energiesteuerkonsolen der Energon-Brücke. Wow, Starscream! Das war beeindruckend! Ruhe, Narr! Wir müssen diese Seitenterminals mit ihren Energon-Energiezellen versorgen! Sieht aus, als hätten die Autobots diese Energiezellen gesperrt. Schnell! Zerstört diese Schlösser! Ah!
passiert? Die Autobots haben eine Falle in diesem Raum gelegt. Narren! Moment! Willst du uns narren oder die Autobots? Ich spüre nämlich nicht, dass du mich respektierst. Beinahe zu einfach! Schnell! Findet die anderen Energieterminals! Suchen. Es sollte nur noch eine geben. Offline. Ausgezeichnet! Und jetzt platziert diese Energiezelle! Hiermit kann ich meinem Zorn freien Lauf lassen! Seitenterminals zeigen maximale Energie an. Nur noch ein Klick trennt uns von der vollständigen Aktivierung der Energon-Brücke. Ich habe es geschafft. Seht euch diesen Energiestrom an. Weiter, Decepticons! Eine unbekannte Energiesignatur in der Nähe. Sie ist riesig. Dann ist es nicht mehr weit. Die Energon-Brücke muss in der Nähe sein. Die Vorrichtung muss in dieser Maschine sein. Platziert einen dunklen Energon-Sprengsatz auf dem Energiekabel, um sie zu aktivieren. Meine Scans zeigen... Ich habe genug von deinen Scans. Benutzt dunkles Energon und korrumpier die Maschine. Wow! Was geht da vor sich? Genau das hatte ich befürchtet. Cybertron versucht, sich von der Kontaminierung zu befreien. Welche Kontaminierung? Er meint uns, du Idiot! Seid still und zerstört dieses Ärgernis! Ausweichen. Los, los, los! Die Maschine ist angreifbar. Konzentriert euer Feuer auf den Kern. Überhaupt Schaden? Nicht bei euren jämmerlichen Schießköpfen!
Ich zweifle langsam an deinen Erfolgschancen, Starscream. Enttäusch mich nicht! Bis jetzt! Wen kümmert das? Seid einfach bereit! Ausweichmanöver! Ich zweifle langsam an deinen Erfolgschancen, Starscream. Enttäusch mich nicht! Online.
Dunkle Energon-Produktion bei optimaler Effizienz. Jetzt kann ich das dunkle Energon in den Planetenkern einspeisen. Es wird sich auf Cybertron ausbreiten und meine Macht mit ihm. Der Zugang zum Planetenkern wird hinter dem Omega-Tour-Schlag abgeschirmt. Wir werden sofort einen Großangriff auf Iacon starten. Ich werde den Omega-Schlüssel erlangen und Zeta Prime und seine erbärmlichen Autobots von diesem Planeten tilgen.